Mit einem doppelten Rückwärtssalto, einem Double Backflip, sorgt Luke Ackermann momentan bei den Motocross-Freestylern für Furore, hat auch schon einen Grand Prix gewonnen. Jetzt ist er zu Gast in München, wieder in der Olympiahalle. Luke, schön, dass du mal wieder da bist. Seitdem du ja 14 bist, bist du ja regelmäßig hier in München. Du hast selber mal gesagt, so eine Art zweites Wohnzimmer für dich. Warum ist das so? Du bist ja Thüringer. Ja, auf jeden Fall. Ich bin super gern hier in München. Fahre hier schon viele Jahre und vertrete eigentlich immer das deutsche Publikum hier. Und es macht mega Spaß, hier zu fahren. Die Arena ist super cool, die Stimmung ist immer einzigartig. Und wie gesagt, es macht mir einfach Spaß, hier zu fahren und natürlich das deutsche Publikum so gut wie möglich zu vertreten. Die Night of the Jumps ist diesmal gleichzeitig die Europameisterschaft. Sprich, du kannst auch gleich noch einen Titel gewinnen. Zusatzmotivation? Ja, auf jeden Fall. Also hier geht es wirklich um den Europameistertitel und das war schon immer ein Traum von mir, diesen Titel zu gewinnen. Ich werde natürlich dieses Jahr probieren, diesen Titel für die Deutschen abzufassen, würde ich mal sagen. Aber es wird natürlich sehr schwer. Wir haben sehr gute Konkurrenz hier. Vor allen Dingen Maike Melero aus Spanien ist sehr stark unterwegs zurzeit. Aber natürlich werde ich mein Bestes geben hier. Du hast nach deinem Sieg beim Grand Prix in Berlin die Führung in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft übernommen. Sprich, um die Rolle des Favoriten wirst du gar nicht herumkommen. Macht das ein bisschen mehr Druck oder ist es eher die Freude, die pure Lust dann? Ja, ich will mal nicht sagen unbedingt, dass es Druck ist, aber ja, die Konkurrenz ist wie gesagt stark. Von daher ist schon ein gewisser Druck da. Der ist natürlich auch klar zu spüren. Jeder will jetzt natürlich auch den Europameistertitel gewinnen. Von daher wird es umso schwieriger, hier einfach auch zu gewinnen. Und ich muss wirklich alles auspacken, denke ich mal, morgen, um hier den Sieg heimzuholen. Du selber hast eine eigene Schanze mitgebracht, die du brauchst, um den doppelten Rückwärtssalto und den Double Backflip zu springen. Der Aufbau läuft hier ja gerade. Wirst du ihn zeigen in München? Ist er fest eingeplant? Ja, ich denke schon, dass ich hier den Double Backflip zeigen werde in München. Das ist eigentlich ein Plan von mir, um den Sieg nach Hause zu holen. Ich habe sogar noch was mitgebracht, vielleicht eine Double Backflip-Kombination, die noch nicht hier bei der Night of the Jumps gesprungen wurde. Und ja, wenn es gut läuft, denke ich mal, werde ich sogar beides morgen zeigen. Du bist schon lange Jahre dabei, bist trotzdem mit 20 Jahren ja immer noch der Jüngste im Starterfeld, hast als Jüngster den Backflip, also den Rückwärtssalto geschafft. Wie hat sich das so verändert in den vergangenen Jahren? Es ist eine sehr, sehr rasante Entwicklung, eine sehr explosionsartige Entwicklung zu immer schwierigeren Tricks. Ja, auf jeden Fall. Also in den letzten Jahren ist der Sport unglaublich, will ich mal sagen, gewachsen. Also es gibt wahnsinnig viele neue Tricks und die Konkurrenz ist dadurch auch immer noch stärker geworden. Und von dem Moment an, wo ich meinen ersten Backflip gesprungen habe, da war das alles noch ganz schön leicht, will ich mal sagen, aber jetzt mittlerweile ist es verdammt schwer, hier einen Sieg einzufahren oder aufs Podium zu kommen, weil die Konkurrenz einfach unglaublich hart trainiert und alle sehr, sehr gut unterwegs sind und es ist immer wieder neue Tricks gibt und ja, jeder trainiert sehr hart, um hier zu gewinnen. Wie geht die Saison für dich weiter nach München? Es stehen ja noch nach wie vor Tourstops, Night of the Jumps an, auch in fernen Ländern. China wird dann unter anderem dabei sein. Wann sind für dich so die wichtigsten Events? Wann ist so der Höhepunkt erreicht? Ja, jetzt nach München kommt dann der nächste Stop von der Europameisterschaft in Mannheim, die Night of the Jumps in Mannheim. Das ist das Finale der Europameisterschaft und dort wurde der Europameister gekrönt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, je nachdem wie die Punkte hier ausfallen in München. Und danach wird es im Sommer für mich erstmal heißen, viel trainieren, möglichst viel lernen und dann werde ich zu den X-Games nach Amerika fliegen. Und danach geht es schon weiter mit der Weltmeisterschaft und die Weltmeisterschaft ist gerade unglaublich wichtig. Derzeit bin ich Erster und natürlich will ich diesen Titel dieses Jahr auch holen. Von daher sind die Ziele relativ hoch gesetzt für dieses Jahr und das heißt einfach nur viel Training für mich. Luke, danke, dass du Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg hier für München. Am Samstagabend bei der Night of the Jumps ab 19 Uhr fliegt er und auch alle anderen hier über die Rampen.